Und willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin ja jetzt hier nochmal ein bisschen rumgeritten. War, glaube ich, bis irgendwo hier hinten bin ich einmal durchgeritten. Da war so ein Bär, den habe ich aber nicht besiegt. Da waren hier noch so Skelette, die habe ich aber auch nicht besiegt. Hab dann noch so ein Leuchteding gefunden. Da waren nochmal zwei solcher. Ich zeige euch die eben kurz. Hier das, glaube ich. Oder waren das normale Schmiedesteine? Ich meine hier so ein Dunkelschmiedestein plus auf zwei, glaube ich. Einen davon, glaube ich, habe ich gefunden. Geistertalilie. Ach so, das sind die Dinger. Ruhmreiche Asche. Ah, das ist hier für die Beschwörungen, oder? Oh, damit können wir irgendeine Beschwörung richtig krass machen. Vielleicht ja diesen einen Dude. Aurelia mag ich aber immer noch. Also Aurelia ist, glaube ich, immer noch ziemlich mein Favorite. Ich habe auch geguckt, wie viel Schaden die mehr gemacht hat jetzt. Weil die auf plus 1 ist. Bei. Boah, wie hieß denn der jetzt nochmal? Der eine Dude. Margit? Margit. Margit war das noch 9 Schaden pro Tick. Und bei Godric war das 11 Schaden pro Tick. Also 2 Schaden mehr pro Sekunde. Ist schon geil. Oh, hier ist noch ein bisschen Magiefett. So, das wollte ich jetzt ohne euch nicht aufsammeln. Und weil ich mich jetzt sowieso dafür beschlossen habe, dass wir jetzt hier soweit jetzt erstmal durch sind und uns jetzt hier nochmal anderen Gebieten widmen. Also ich würde. Oh, hier haben wir noch so ein Ding. Ich würde jetzt auf jeden Fall wieder nach Süden reiten, dass wir so ein bisschen auch so einen Abschluss hier finden. Und dann vielleicht, ja, keine Ahnung, das hier besuchen, diesen Ort hier besuchen, vielleicht hier nochmal vorbei. Also so ein bisschen in diesem Seenland wohl vor lang reiten. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was Interessantes über dieses Teleskop hier. Schauen wir mal. Ich sollte die 5, die Markierung da ganz, ganz hinten, sollte ich vielleicht mal wegmachen, weil die mich ständig irritiert. Aber ich habe wirklich immer Eingänge gesucht oder sowas. Manche Orte sahen einfach so mega prädestiniert dafür aus. Aber ich habe keinen Eingang gefunden. Also die scheinen wenn sie ihr Versteck irgendwo haben, und es wirklich so ist, wie ich das vermute. Entweder ist es hier ultra versteckt. Nee, das ist ein Fenster. Oder es ist nicht genau hier, sondern auch irgendwo versteckter. Und außerhalb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir dann nochmal die Beschwörung verstärken. Ganz wichtig. Ich erwarte hier auch die ganze Zeit, weil es so weitläufig ist, dass mich schon wieder irgendwie ein Drache angreift. Oder mich, also irgendwas Großes kommt und. Ja, jau, genau. Einen fetten Hummer. Ja, genau sowas. Genau diese Situation. Alter. I jinxed it. Hallo? Oh, er greift mich doch an. Okay. Oh mein Gott. Nein, nicht noch einer. Oh, bitte. Ich wollte einkämpfen. Oh. Uiuiuiui. Boah, guckt euch das an. Richtiger Sniper. Shit. Ja, sonst geht der ja. Nur, ja, zwei davon ist halt scheiße. Also einen würde ich schaffen, glaube ich. Wenn danach der zweite kommt, wäre es ja okay. Die möchte ich doch ganz gerne mal ausprobieren. Ob wir davon einen gelegt bekommen. Vielleicht geben die ja geiles Hummerfleisch oder so. Dabei jetzt eine Beschwörung wie Aurelia zu haben, wäre natürlich jetzt Premium. Muss ich schon sagen. Da, na, man sieht die auch so ein bisschen. Boah, nee, jetzt verpisst er sich. Geh ganz sicher nicht zu deinem Buddy. Das kannst du vergessen. Mach das schön so. Ja, okay. Jetzt mal. Oh nein, ist der andere aufgestanden? Nee. Ich dachte, ich hätte was gehört. Was geht? Boah. Shit. Blubber. Kann der auch. Das andere ist Aquaknarre wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Oh, ich habe keine Ausdauer.
Oh, der hängt fest. Nein, das wäre die Methode gewesen. Mein Gott, der gibt mir so viel Ausdauer weg. Das ist echt mies. Ich glaube, ich muss wirklich aufs Pferd. Alter, Alter. Oh mein Gott, okay. Mensch. Also irgendwann haut der doch ziemlich heftig rein. Muss ich sagen. Oh, so ein Fernkampf wäre halt so geil. Ich habe noch nie einen Bogen oder so Bild gespielt. Aber hier in dem Spiel fühle ich das. Also hier könnte ich mir das echt gut vorstellen, mal ein bisschen mehr auf Bogen und so weiter zu gehen. So vom Pferd aus. Mobility hat man dann. Bolzen zweimal mit R2, ne? Können wir mal probieren, ganz ehrlich. Das sind drei hier. Ne, das sind nur die beiden, oder? Warum ist der da schon markierbar und der nicht? Ah, jetzt geht's. Ne, ne. Ohne mich. Boah. Das war die Ackerknarre. Oh ne, hier ist so ein Giftviech. Aua. Piss dich, Junge. Ausdauer regenerieren. Hm. Mit Magie geht er auch wohl. Also wenn wir uns ein bisschen Tränke mal einpacken würden. Man muss immer noch mal... Man kann nicht während des Reitens nachladen. Nee, der muss immer kurz anhalten. Ausdauer... Brauchen wir dringend. Jetzt können wir. Oh. Unser Pferd ist tot. Okay, das kostet jetzt uns ein so ein Ding. Oh, wow. Ja, natürlich will ich das. Oh Gott, Spiel, bitte. Ja. Das ist hier geht um Leben und Tod. Du darfst mich doch jetzt nicht fragen, ob ich sterben möchte. Natürlich ist die Antwort nein. Boah, knappes Ding. Ich trinke mal eben diese hier. Mit ein bisschen mehr Ausdauer. Boah, alter Vater. Oh mein Gott, das ist super. Das tut richtig weh. Davon dürfen wir uns nicht treffen lassen. Nee, ich mach... Nee, ich mach weiter mit Arbust. Was denn jetzt mit ihm los? Totenstarre? Nee, doch nicht. Er macht weiter. Mein Gott, ey, wir machen so wenig Schaden mit diesen Pfeilen, ne? Schon wieder Totenstarre. Alter, das trifft der auch. Yes. Ja, die Pfeile machen viel zu wenig Schaden. Streifen weißes Fleisches. Weißen Fleisches, ja doch. Das hört sich mal so weird an. Okay, wir haben einen besiegt. Der hat nicht viele Runen gegeben, so viel ist sicher. Weil wir hatten gerade schon 300, ich glaube 500 Runen hat der gegeben. Was echt bitter ist. Also, der wird anscheinend auf derselbe Ebene gesetzt wie, wie so eine Krabbe. Das sehe ich jetzt nicht wirklich. Also von der Gattung vielleicht, aber ich finde ihn ja so viel schwieriger als eine Krabbe. Was ist das? Ein Luftballon? Was schwebt da? Sind da Leichen drin? Was ist das hier? Oh nö, nicht schon wieder einer. Schmiedestein. Ja, aber noch mitnehmen? Nee, Pilz ist das. Nee, Libellen. Und das noch eine. Alter, wie viele von hier? Von denen gibt's. Okay. Nee, da mache ich nicht mehr, sorry. Ihr seid viel zu strong. Ja, da ist noch einer rausgekommen. Aua. What the fuck ist das? What? Oh nee, Akku-Knarre von hinten. Was zum Fick?
Alter, was ist das schon wieder Konstruktion? Sind da jetzt Skelette dran mit Armbrüsten oder Pfeil und Bogen und jetzt feuern die gleich irgendwie rum? Alter Vater, ey. In die Richtung. Ach du meine Güte. Was haben wir denn da entdeckt? Okay, dieses Gebiet hier gefällt mir gar nicht. Muss ich sagen. Das ist richtig dämlich. Mit diesen ganzen Hummern. Die vor allem richtig strong sind. Hier ist noch eine. Ich würde schon gerne das Ding mal angucken, aber man hat hier nicht so wirklich seine Ruhe. Da vorne, ne, da ist noch einer. Okay, der kommt runter. Jetzt kommen alle runter. Das sind vierarmige Skelette. Boah, Alter, wie der abgeht. General Grievous, was ist los bei dir? Ey, wie krank ist der denn? Der macht zwei Pfeil und Bögen. wie geil. Das ist ja so ein nice Design. Nee, nee, nee. Aua. Boah, Alter, der rastet auch richtig aus, der Typ. Mit den Bögen. Nee, du nicht. Und erstmal den hier weg. Jetzt kommst du dran. Okay. Goldene Rune 6. Nice. Okay, das hat sich gelohnt. Okay. So, wir kommen da einen Weg hoch. Ja, ich will aber. Wir verfolgen unseren Plan weiter. Schon wieder sehr, sehr viel ablenken lassen. Aber so ist das halt. Ah, nee, ey. Ihr nervt. Ihr seid bisher so. Ja, ihr seid noch angenehmer als die Vögel. Das muss man schon sagen. Also, ich meine auch. Die feuerspeienden Vögel, die anderen gehen. Oh, nee. Ihr seid natürlich auch ätzend. Ich habe euch schon wieder fast vergessen. Also, sobald es fliegt, ist schon mal schlecht. Und die Hummer sind aber auch richtig kacke. Oh Gott, ich dachte, ich hatte eine Krabbe gesehen. Was bist du denn für einer? Das ist so ein Magier auf dem Pferd. Der kann richtig heftig zaubern. Und richtig viel rumpupsen. Mann, der ist doch fast tot. Kill ihn. Okay, wir heilen uns lieber mal. Ja, okay. Den haben wir. Hier sind jetzt aber noch viel, viel mehr Leute. Man kann hier nicht so richtig an den dran mal kurz stehen bleiben. Sie müssen sich immer bewegen. Der hat aber was hinterlassen. Wow, verfehlt. Ja, egal. Haben wir halt einen abbekommen. Ja, okay. Haben wir halt zwei abbekommen. Zweimal ist keinmal. Okay, haben unsere Tränke wieder bekommen. Anscheinend haben wir hier alle. Holy shit, ey. Das sieht echt schön aus, diese Kristalle. Frag mich, woher die kommen und was es damit auf sich hat. Oh. Das ist ein Kristall. Eine Kristallschnecke. Wie cool ist das denn? Oh, der hat nichts hinterlassen. Wie schade. Da ist noch eine. Richtig cool. Da ist noch eine. Oh, da ist was. Achso, so ein Schimmerglüh-Ding. Hier gibt's die also. Boah. Eine Schnecke wollte mich angreifen. Oh, die schießen. Mit Kristallen.
Wir nehmen uns diese Schimmerglühdinger jetzt mal mit. Weil ich werde wahrscheinlich hier nicht so schnell wieder hinkommen. Damit wir einen kleinen Vorrat haben. Aber kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Ich weiß nicht, ab wann man sich sowas nicht mehr merken kann. Hallo. Oh? Hallo. Hallo. Over here. Over here. Ist sie da drin? Ich glaube schon, der da oben ist jemand. Hi. Wer bist denn du? Hallo. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand. But I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Okay. Das jetzt ist auf jeden Fall eine Questline sein, wo jetzt sich die Wege spalten. Entweder geht man wahrscheinlich die Questline von diesem Typen, der die Halskette gestohlen hat, oder wir gehen diese Questline. Aber da wir jetzt von ihr wissen, dass er es gestohlen hat, und wir ihr jetzt einfach mal glauben, machen wir das, weil ich ja hier jetzt erstmal einen Good Guy spielen möchte. Auch wenn ich in den meisten Dark Souls-Teilen da doch ganz oft, vor allem im Second Try, dann mal so einen richtigen Arschloch zocke, der richtig den dunklen Pfad einnimmt. Obwohl in Dark Souls 3, glaube ich, war mein erstes Spieldurchlauf auch sehr, sehr düster. Aber ich glaube, das ist bei den vielen, bei vielen Leuten so. Aber egal, machen wir es erstmal. Oh, thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Was so? Ein Stück weit den Weg runter. In einem Haus Stück weit den Weg runter. Was ist der Weg? Okay, Gott sei Dank haben wir hier so ein Ding. Dann können wir gucken, ob wir ein Haus finden. Ein Stück weit den Weg runter. Ey, wir sind hier mitten im Sumpf. Hier gibt es keine Wege. Die ist ja lustig. Ich dachte so, habe ich irgendwas überlesen? Was dir noch irgendeine Himmelsrichtung sagt, weil das wäre nämlich ein bisschen hilfreicher. Das Ding vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Da hinten haben wir auf jeden Fall schon ein paar Markierungen gesetzt. Das sieht auch ganz interessant aus. Da haben wir wieder so ein, ich glaube, es ist Landoktopus gewesen. Da ist ein Gegner auf dem Gebiet. Okay, hier sind wieder Ruinen. Aber in einer Hütte oder im Haus oder sowas hat sie, glaube ich, gesagt, ne? Stück weit den Weg runter. Was soll das denn heißen? Die ist echt funny. Da sind noch mehr von denen. Auf die habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich Bock. Was so richtig sonst... Also, so eine Hütte sehe ich jetzt nicht. Muss ich sagen. Man kann jetzt auch nicht wirklich da hinten weit gucken, aber es gibt immer hin und wieder mal halt solche Pavillons. Pavillone. Boah, Alter. Plural, den man niemals verwendet. Aber ich würde da eher sagen, ja, in den Ruinen hier vorne. Dass man da mal guckt. Da ist ein Eingang, glaube ich. Ich gucke gerade in Richtung 5. Gehen wir da mal kurz hin. Da ist nochmal so ein Dude. Na komm, ein Schlag noch. Mein Gott, Leute. Ja, geht doch. Okay, hier ist noch einer. Alter, der ist auch. Der ist zwei. Oh mein Gott. What the f. Das sind einfach zwei auf einen Fleck gewesen irgendwie gerade. Aber nee, die stehen schon auseinander. Oh, damn it. Das ist echt heftig. Also wenn davon zwei auf dich drauf dreschen, dann hast du damit keinen Spaß. Aber ja, hier, Ruin von Daskia. Ach so, dann sind wir wieder hier. Ah.
Aber ich habe hier, glaube ich, noch so einen Gang reingesehen. Aber ich glaube, dann habe ich mich da geirrt, weil hier waren wir halt schon. Ich glaube sogar, ich porte mich hier hin. Ist schneller. Krass. Wir sind einfach wieder bis zu dem Anfang gelaufen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob hier der Dude nochmal kommt. Dieser Magier. Oder ob es ein einmaliger Gegner war. Hier darf ich wieder beschwören. Okay. Hier, diese Dudes kommen auf jeden Fall. So, hier meine ich. Oder da vorne. Ja, das hätte ich nicht sehen können. Aber hier ist dieser Turm. Das ist der Pavillon, den ich gesehen habe. Ich dachte, hier hätte ich einen Eingang gesehen, aber da irre ich mich wohl. Gehen wir mal davon aus, dass man von... Doch, da. Siehst du. Habe ich wohl gesehen. Ist ja perfekt. Den hätte ich jetzt glatt übersehen. Oh, das ist... Oh Mist, ich sollte... Ah, nee, ich gucke jetzt noch durch die Tür. Warum ist hier noch so ein Vorraum? Das irritiert mich jetzt gerade. Das wäre hier ein Gegner. Wenn ich den Schatz plündere, kommt dann hier ein Gegner, oder was? Gespenster rufen eine Glocke. Wir haben doch schon eine. Was geht jetzt ab? Warum haben wir noch eine neue Glocke bekommen? Wir haben hier Geister rufen eine Glocke. Achso, Geister und Gespenster? Wait. Hä? Es gehört aber nicht hierzu. Ist das ein Zauberstab? Nee, hier ist es auch nicht. Eine Waffe? Ist es auch nicht. Mir würde es immer helfen, wenn da mal irgendwie ein Zeichen bei wäre. Wait, nee, das ist die Geisterrufende Glocke. Hier oben war sie aber nicht. Hier war sie nicht. Sehe ich sie einfach nicht. Doch, hier ist sie. Ah, okay. Verbraucht FP, läutet die Glocke und ruft umherstreifende Gespenster. Eine Glocke der Gespensteranbeter. Läutet die Glocke und verbraucht FP, um rastlose Gespenster zu beschwören. Die Glocke kann mehrmals in Folge geläutert werden. Gespenster sind, die Legende nach, die rachsüchtigen Geister jener, die als Verfluchte starben. Okay, beschwört das Dinge oder ist das einfach nur ein Zauber? 7 FP. Das ist auf jeden Fall mal ein Ding, was wir auf jeden Fall ausprobieren sollten. Klingt nämlich ganz interessant. Finde ich cool, dass es hier davon einfach mehr gibt. Einfach so Objekte, die FP verbrauchen. So, und? Kommt hier jetzt jemand? Nee. Warum haben die jetzt hier so einen Vorraum eingebettet? Wozu? Weil sonst war das immer einfach dieser Gang runter und die Tür. Einfach um mal ein bisschen Abwechslung zu bringen, oder das sieht nicht genau gleich aus. I don't know. So, wo sind... Da sind unsere Runen. Oh, Scheiß. Hab ich nicht bekommen. Nee, mach mal so. Ah, das sind diese Dinger. Ach, wie cool. Ja, kann ich jetzt auch, Leute. Da wundert ihr euch, wa? Oh, nee. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Ich dachte, ich muss die Waffe wechseln. Muss ich ja gar nicht. Okay, meine FP sind gleich auch verbraucht. Nee, ich muss die Waffe wechseln. Sorry. Den machen wir aber erst noch weg. Aua. So, jetzt kommst du. Oha. Kackviech. Oh, was war das? Das ist ein richtig dicker gewesen. Jetzt verteilt er wieder irgendwie so einen Rauch. Obwohl das eher das Pferd, das so einen Mundgeruch ausübt oder so. Mann, ich erwische den aber auch nicht. Ja, genau. Jetzt weicht er noch aus. Der Dude nervt mich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er stehen geblieben. Ich
Okay, der gibt aber echt nichts an Seelen, ne? Dafür, dass der schon ein bisschen wendiger ist. Ich meine, stark ist der auch eigentlich nicht. Ich habe mich da halt ein bisschen angestellt, weil ich den nicht erwischt habe. So, wir kommen jetzt hier nur wieder in die Ruinen, wo wir schon waren. Jetzt haben wir ein bisschen zu lang rumgetrödelt. Ich möchte auch ein bisschen was erreichen in der Folge. Jetzt haben wir gleich einfach schon wieder die halbe Stunde voll. Das nervt. Wieder nur am Rumlaufen und nichts machen. So, sind wir hier vielleicht richtig? Auf diesem Hügel. Oh, da ist... Warte mal, das war sogar meine Prediction, ne? Dass genau hier ein Ding ist, weil das so sich hinhauen würde. Mit, ja genau, mit diesem Lichtstrahl meine ich. 4700 haben wir zusammen. Das ist schon nicht schlecht. Oh, was war das nochmal? Das war so ein Geisterrufer, ne? Der mir irgendwie eine Richtung zeigt, wo ich helfen muss. Ja, guck mal. Habe ich einfach perfekt ausgelotet. Ich bin auch einfach schon nicht ganz so kacke. So, dann gehen wir mal unten kurz an diesem komischen Viech da vorbei. Am besten ohne es zu triggern. Und gehen mal hier in den Sumpf. Okay, ich hoffe mal, ich kann den jetzt aber beschwören, ohne genervt zu werden. So, Bruder, wo brauchst du meine Hilfe? Huch. So, genau, so war das. Okay. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, glaube ich. Bis wir da ankommen, wo der uns hinhaben möchte. Gehen halt ein bisschen spazieren mit dem. Schickt uns auf jeden Fall in die Richtung, wo wir herkamen. Oh. Jetzt geht's dahin. Muss ich mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen bedeckt halten, weil hier diese Langoktopoden sind. Und auf die habe ich keinen Bock. Oh, der dreht sich zu mir. Könnte sein, dass er mich gleich sieht. Ja, noch geht's. Es war noch mal ein zweiter hier irgendwo, oder? Okay. Wo willst du mich hinschicken, Bruder? Wo geht's hin? Ich meine, der zeigt gleich, glaube ich, auch nur so ein bisschen auf ein Gebiet oder so. Wer ist das da oben? Der sieht doch aus wie dieser eine Boss, oder? Dieser Halbmenschen-Anführer. Ich glaube, das ist einer von denen. Sieht hundertprozentig so aus wie dieser Boss. Auf jeden Fall sind die Halbmenschen. Ist das hier das Glitzern, was ich höre? Die Fußspuren? Ich hoffe. Okay. Ist aber nur einer von denen und die war nicht so ultra strong. Aber da war ich auch mit Beschwörungen schon unterwegs. Keine Ahnung, wie der so drauf ist, wenn man da alleine gegen ihn kämpft. Also der war ein bisschen unberechenbar. Ich habe den nicht richtig lesen können damals. Das weiß ich noch. Hier sind auf jeden Fall mehr Halbmenschen. Hier auch davon. Oh, eine Schildkröte. Ja, ich gehe davon aus, dass es ja auch hier um die Halbmenschen geht mit dem Geist. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Leute. Verfolgt den Geist. Nicht euch. Oh scheiße, ich hätte nicht absteigen sollen. Aber der Geist ist weiter unterwegs. Das ist das Gute. Und die lassen vielleicht jetzt gleich vor mir ab. Ah, die umkreisen mich. Oh, der zeigt mir eine Höhle. Oh, wie cool. Alright. Oh, ups. Ich wollte schon die Fackel switchen, aber die habe ich nicht. Okay, der ist jetzt auch verschwunden. Okay.
Ich habe mir eine Höhle gezeigt. Nice. Kristallhöhle am See. Coole Sache. Okay. Haben wir die... Ne, wir haben die Lampe auch nicht da. Ich habe mir schon was gedacht. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Vom Lichtkegel her. Oh, wie cool. Oh, was ist das? Ah, da ein Blatt. Nice. Herbeirufungsreserven. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob uns das hier irgendwas bringt, das zu aktivieren. Okay, da ist wirklich ganz viel Kristall. Und es geht anscheinend ganz weit nach unten. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns diese Kristallhülle wohl bringen wird und was es da drin so zu plündern gibt. Vielleicht ja irgendwas wie eine Rüstung oder so.